Tausend gute Gründe. Mein Name ist Susanne Degenhardt. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und habe in vierter Generation unseren Betrieb übernommen. Also unser Betrieb beschäftigt sich mit Blumenzwiebeln und wir sind der einzigste große Betrieb in Deutschland. Man muss sich das so vorstellen im Produktionsprozess. Die Tulpenzwiebeln werden gepflückt, das heißt, die werden aus den Kisten herausgezogen. Mit Zwiebel werden auf das Band gelegt und die Mitarbeiter müssen sie dann eben auf Packstraßen dann zu bunten Sträußen verarbeiten. Die Tulpen werden nach der Blüte geköpft, damit das Wachstum der Tulpen in der Blumenzwiebel in die Zwiebel geht und sich eben keine Samen entwickeln können. Die Tulpen gehen dann an die Packstraße, werden dann sortiert und dann je nach Kundenwunsch werden die Tulpen dann in Tüten oder in Packpapiertüten verpackt oder mit regionalen Marketingtüten. Die abgetriebenen Zwiebeln, die sage ich mal abgeschnitten wurden, die werden dann gelagert und bei guten Sorten können die dann auch wieder aufgepflanzt werden. Aber Sie müssen sich vorstellen, das ist dann wie Pflanzgut. Es dauert auch wieder eine Anzahl von Jahren, bis die wieder anfangen zu blühen. Also das Schöne ist für mich einfach zu sehen, die Tulpen, jetzt in der Schnitttulpentreiberei zum Beispiel, die Farbenprächtigkeit, die Unterschiedlichkeit der Farben zu sehen und auch immer wieder neue Farbspiele zu beobachten, wo man eben dadurch, dass eben die Nachfrage da steigt, dass man dort eben neue Farben, neue Produkte hat. Jetzt zum Beispiel ist es bei den Tulpen, sind da die Bubble-Farben sehr in, das heißt eben dieses rosa, lila, pinkfarbene Farben und das finde ich immer super und möchte das gerne fördern und an den Kunden herantragen. Blumenzwiebeln ist eigentlich sehr einfach, man gräbt ein großes Loch und pflanzt die Blumenzwiebeln. Muss bloß darauf achten, dass man vom Umfang der Blumenzwiebel, dass dort eben ein gewisser Abstand gewährleistet wird. Und dann ist es am schönsten, zum Beispiel bei Tulpenzwiebeln, dass man die in Tuffs pflanzt. Das heißt, dass die eben genügend Abstand haben und man sagt eben zweimal die Zwiebelgröße als Tiefe und dann ist es kein Problem. Man braucht die Blumenzwiebeln auch nicht bewässern und erhält ein tolles, farbenprächtiges Ergebnis. Der Zwiebel ist sozusagen alles enthalten. Das heißt, die Zwiebel hat die ganzen Nährstoffe enthalten und kann dadurch ohne Dünger und ohne Wasser zur Blüte gebracht werden. Natürlich ist immer noch ein Unterschied. Im Freiland hat man eine gewisse Grundfeuchtigkeit. In Töpfen sollte man die natürlich schon bewässern oder gießen. Wir als Tulpenproduzent mit unseren schweren Böden haben natürlich eine gewisse Herausforderung, aber diese Herausforderung ist eine gute, weil wir dadurch auch dem Kunden gewährleisten können, auch hier im regionalen Raume seine Tulpenzwiebel gut zur Blüte zu bekommen, weil diese Tulpenzwiebeln ein gehaltvoller und stärker und resistenter sind in der Umwelt als sage ich mal, die Tulpenzwiebeln aus den Nachbarländern. Bei uns ist es so, dass die Tulpen werden morgens gezogen und kommen schon nachmittags oder spätestens am nächsten Tag zum Verbraucher. Das heißt, wir gewähren eine durchlaufende frische Logistik für das Produkt und können daher auch mit Frischheit und auch regionalen Prozessen punkten. Wir sind Global GAP zertifiziert, wir sind GRASP zertifiziert, wir haben auch das GGN-Label, haben auch das Regionalfenster und sind also ständig wieder auf dem Weg, neue Zertifizierungen zu bilden und machen jetzt auch in Kooperation mit anderen Nährstoffgehalte für den nachhaltigen Anbau. Dann haben wir auch bei uns auf dem Feld Bienenweiden, die wir für eben die nützlingsschonenden Insekten und Bienen angelegt haben. Tausend gute Gründe finden wir super, weil dort für die Blume, für die Pflanzen mit dem Gärtner zusammen die Blumen und Pflanzen in den Vordergrund gerückt werden.
Social Media sind wir auch gut aufgestellt. Wir haben Facebook, posten regelmäßig Beiträge für Tipps, Pflege von Blumenzwiebeln. Und weitere gute Unterstützung bekommen wir natürlich durch die 1000 gute Gründe. 1000 gute Gründe.